Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Mit dabei ist Sam Samuel. Hallo. Und wir sind drei Leute, die auf verletzte Leute starren. Und zwar auf einem Frederik, und da renne ich jetzt hin. Mal gucken, was er... Ich hab grad 50 Mal gesehen, wie Verlangsamung fehlgeschlagen ist bei mir. Jetzt bin ich verlangsamt. Bless you for coming to Frederick's aid. He's been attacked, turned upon by his imp slave. Cast down this hillside like an aged parent of a cragged sea cliff. Okay. Left to be devoured by a rat. Who Frederick is unimportant. He is naught but a cog in the machinery of the greater good. Since you ask, since you cannot bear to remain unknowing of this person, Frederick will tell you this. He is a devotee to the goddess. Gerechtigkeit, Schönheit, Scholastik, Mystik, Aphorismen, Nepotismus, Neologismus, Deinstallationismus. Ja. Also mit Skepsis. Ihr habt einen Impfsklaven? Imps have a long history of compulsory service through the superior races of Rivalon. Frederick would be a fool to refuse the services of the realm's finest bloodstone sniffing beast on moralistic grounds. Was diesen Blutstein angeht. Just like the silence in a house newly emptied of a visiting mother-in-law. The bloodstone? Give it here. Come. Frederick wants to march back to the Immaculate Temple on tools. Ich denke, es ist besser, wenn wir den Stein behalten. Eine heilende Reliquie scheint mir ziemlich nützlich zu sein und wertvoll noch dazu. Und wie, dieser Stein könnte einem von uns des Tages das Leben retten. That's Frederick, like a bigoted grandfather serviced by a kindly immigrant postman. You'll realize the error of your ways sooner or later. So, gut. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass er... Tja, nö. Egal, dann halt weiter. Merkwürdig. Oh, nochmal ein Sput drin. Na, no, ich war nicht verletzt, schade. Hier ist ein Stein. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir müssen nach oben. Das ist so ein Bergbau, ein Kackstein. Jetzt bin ich natürlich nicht umweg gelaufen, dummerweise. Egal. Ahahaha. Ja, ich lasse es automatisch machen. Hey, hier waren wir doch schon mal. Ja. Ist das krass, wie oft man so an Gegenden kommt, wo man schon mal war. Ja, furchtbar mit diesem Recycling in Spielen, ne? Ja, ich. Wo läufst du denn lang? So. Hey. Dann aktivierst du jetzt bitte mal den Weg. Hä? Ja, aktiviert aber bitte mal den Weg. Ich bin nicht mehr da. Ach Gott. So, mach's. Sesam, öffne dich. Ja, geht doch. Meine Güte, ey. So lange brauchst du, um diesen Satz mal zu sagen. So. Ach, das hier war die Hürde. Wie bist du noch reingekommen jetzt? Da war eine Klappe, auf die habe ich gedrückt. Hä? Ich habe da nichts gesehen. Okay, wo müssen wir lang, um zu Maradinos Häuschen zu kommen? Hier hoch. Folge ich dir mal. Hier hoch? Aber ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Ah! Geilo. Was denn? Der ist gut. Der Kampf beginnt schon. Ja, aber wir kommen nicht rein, glaube ich. Weil die Tür ist dazu. Oder irre ich mich da? Keine Ahnung. What the fuck? Okay. Aha. Aber warum, jetzt bist du zu ihnen hingegangen. Das heißt, jetzt bist du Kanonenfutter. Ach Quatsch. Well played. Guck mal, ist es krass. Ich konnte da hochlaufen, konnte aufmachen und kann sogar fast den ganzen Weg wieder runterlaufen. Wow. Hinrennen, verpissen. Na, was gut. Ich gehe ja mal davon aus, dass sie rausgerannt kommen. Nee. Weil es ist der komplette Einsatztrupp wieder. Wir wollen ja, dass du dich selbst umbringst. So, stell ich dir erstmal was im Weg, damit du dich fliegen kannst, du Feigling. Und... Welch eine Rauchwolke? Und du bist unsichtbar. Nein, ich will eine Rauchwolke eigentlich ziehen. Wohin willst du eine Rauchwolke ziehen?
So, damit sie nicht aus der Distanz so leicht angreifen können. Oh, sei Heidi geblendet. Egal, die ist eh nutzlos. Du bist ein Arsch. Heidi ist echt so eine blinde Kuh. Trifft doch gar nichts. Brauchst du gar nicht zu bewegen. Oh doch, komm raus. Genau, ich zieh für dein Wohl eine Rauchwolke und du läufst durch, dass sie dich angreifen können. Da wunderst du dich, warum du mal stirbst. Was denn? Ich bin auch nicht so ein Feigling wie du. Du ruinierst einfach jede Strategie. Was denn? Diese Rauchwolke war total sinnlos. Ja, weil du mit Heidi auch vorher reingelatscht bist. Du hast mich geblendet. Ja und? Das beeinflusst ja nicht, dass Heidi auf die Fresse kriegst, weil du sie mitten reinschickst. Ja, hätte ich auf die Fresse gekriegt, super. Weißt du, du mit deinen zig Milliarden Leben hängst immer am Arsch der Welt und machst nichts. Ja, außer gut, mal hier mit deinen kleinen Blitzerlein da werfen, ja. Und ich bin richtig in der Action drin. Du bist in der Action, verreckst immer, deswegen bin ich auch derjenige, der uns die Arsche rettet. Ja, das Einzige, was dich nützlich macht. Das ist wie bei Atlas Reactor, weißt du? Ich hab die Leben und ich sterbe aber trotzdem nicht. Du begibst dich in die Action und stirbst. Ja, aber nur, wer in der Action ist, bringt das Match zu Ende. Falsch. Du bringst es ja nicht zu Ende, du stirbst ja voll. Ich bring's zu Ende. Hat schon wieder jemanden mehr erlebt. Okay, sind alle wieder da. Du bist immer mein Kanonenfutter, ist ja okay. Ja, sei froh. Ich bin der einzige Grund, warum du überhaupt andauernd überlebst. Weil keiner Bock hat, dich anzugreifen. Weil die wissen, der verpetzt sich eh, der Typ. Wir haben einfach Angst. Ja, das hat nichts mit Angst zu tun. Ja, doch, das genau das ist. Die haben Angst. Ja. Könnt jetzt hier natürlich eine Feuerlinie durchziehen, was bestimmt auch witzig wäre. Was, wenn ich und Heidi plötzlich brennen? Wieso kann ich den hier? Ja. Oh, kann ich auch seine scheiß Burner ziehen? Ja. Das funktioniert. Hä? Ich kapier's einfach nicht. Der hat rot. Hä, war ich nicht gerade noch nach dir dran? Will dieses Spiel, dieses Kack-Dreckspiel mich verarschen? Also irgendwann reicht es aber auch mal, dieses Spiel. Eben hast du gerade so herzlich gelacht und plötzlich war es weg, das Lachen. Da kommt eine Eismauer jetzt, mitten auf der Treppe. Würde ich ja gerne machen, aber da ist so eine, weiß nicht, da ist irgendwie so ein scheiß Rauch irgendwie. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Aber ich kann den Gegner nicht sehen. Ich verstehe das gar nicht. Schließ dich doch einfach mit der Eismauer ein. Oder renn doch einfach ein Stück weg. Es ist witzig, dass ich ein Geist Blut entnehmen kann. Höchst interessant. Weiters Rüstung ist auch schon angefressen. Ja. Haben wir dich nach der Spinne gespeichert? Ja. Weiß nicht, ob du gespeichert hast. Unverwundbar, also für einen Zug jetzt. Wow. Eine Meisterfähigkeit. Krass. Guck mal, sie ist jetzt plötzlich nicht mehr geistig, oder? Sie ist plötzlich kein Geist mehr. Was? Die Mulden gehen blutend. Aber die wollen alle auch nicht das Skelett angreifen. Das ist echt witzig. Ich frag krass, mich der rennt an allen vorbei, nur um mich angreifen zu können. Geblendet, fehlgeschlagen. Warum wohl? Was für ein Idiotengeist. Der rennt auch nur an mir vorbei, um mich von hinten angreifen zu können. Oder so was auch immer der da macht. Das ist so lustig irgendwie. So kann ich nicht, also ich... Hä, ich hab einfach nicht genug AP. Ach, du bist weiter natürlich. Ich meine, es ist ein gutes Kanonenfutter. Wow. Super. Sehr effektiv. Achso, ja, sie ist verkrüppelt, deswegen ist ihre AP-Erholung minus 4. Out. Du bist flankiert. Das tut weh. Gibt es so einen Trank, der sowas wieder regeneriert? Keine Ahnung. Die haben deine Willenskraft auch noch verringert. Wow. Krass. Ja, trinke ich einen Trank einfach noch. Oh, nett. 602. Und da kommt der nächste. Guck mal, jetzt bin ich plötzlich vor dir. Ach, dieses Spiel, ey. Dieses Spiel. Eingefroren? Heidi ist eingefroren. Alter, wirklich, dieses Spiel, es ist so merkwürdig. Also die haben es echt auf Heidi abgesehen. Ja. Oh, 100% Resistenz gegen Gift. Oh, gegen Erde sind die anfällig. Oh, also, ich hab nicht genug AP, um... Wie viel haben sie Luftresistenz?
Weiß nicht, mal gucken. Ein Feuer? Luft 100%. Feuer minus 25. Ja, oh, schön. Du kannst ja von dort wegrennen, dann kann ich mich mal ein Feuer legen, theoretisch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also ich kann ihn nicht so, ich kann nicht wegrennen. Ich kann nach oben rennen. Die versperren mir die quasi den Weg. Dieses Spiel. Gibt's hier einen Meteoriten von oben? Was für ein Kampf. Was kann ich aber kein Feuerchen legen? Das ist natürlich blöd. Hätte ich mein Feuerelementar beschworen. Naja. Was? Wer hat eure Stiefel in Honig getaucht? Super. Okay, ich mache einfach mal einen Kettenblitz, würde ich sagen. Ja, der wird jetzt echt effektiv, ja. Mal gucken, sind ja nur drei da. Zwei betäubt. Immerhin. Nur zwei? Achso, die eine hast du nicht getroffen, weil ich daneben stand wahrscheinlich. Merkwürdig. Ist das echt merkwürdig? Ja. Okay, ich lasse das Skelett hier mal weiter bearbeiten. Unverwundbar. Ach, was? Stimmt. Nehmen wir den jetzt. Jetzt unverwundbar. Nicht genug Aktion. Ah. Eingefroren? Jetzt macht er Regen. Ich glaube, der Maradino kann ihn nicht mitten im Kampf nochmal wiederbeleben. Das, weiß ich nicht. Das wäre wirklich mies. Oh, diese scheiß Rauchwand, Alter. Willst du denn in die Kacke raufwand, ey? Wenn du nicht reingelaufen wärst, hätte es super funktioniert. Ich stand doch sowieso schon da. Alter. Es geht ja nicht darum, dass ich mit Heidi reingelaufen bin. Es geht darum, dass ich nicht da oben irgendwas machen kann, weil ich da nichts sehen kann. Ich kann auch nicht nach oben laufen, weil ich dann, weil ich gar nicht nach oben komme. Oh Mann. Du bist halt mein fleischlicher Köder, tut mir leid. Na, du bist einfach inkompetent. Dann hast du mal was hingekriegt jetzt. Einer ist sogar fast tot. Tatsache, wir sind beide sogar fast tot. Ja, du hast nur dummerweise zwei eingefroren, die sowieso schon betäubt waren. Ich wollte einen Angriff machen. Da ich halt dank dir sonst nichts machen konnte, weil ich nach oben kam, will ich nicht. Mit deinen Ausreden. Heiß. Inkompetenz ist keine Ausrede. Ich könnte jetzt einen Tornado machen, weißt du das? Geht natürlich ja erstmal auch weg. Ja. Das wäre sogar witzig. Es wäre auch egal eigentlich. Jetzt da den Tornado reinhaust. Aber man, jetzt kann ich niemanden mehr anvisieren. Ja, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Oh ja. Mach doch einfach die Tornado. Wäre sogar ganz witzig, wie ein Tornado eine Eismauer wegreißt. Ach, das ist glaube ich ziemlich langweilig dargestellt. Wahrscheinlich. So, ich geh jetzt mal hier an. So. Ein Skelett dürfte nicht so nur tot sein. Ja, das war die letzte Runde. Und das war's. Hey, da ist noch einer? Ja, hier hinten ist noch einer. Da haben wir Schweine, dass der bisher noch nicht gekommen ist. Dieser Bogenschützen. Oder Bogenschütze, was auch immer. Da haben wir echt super Glück, dass der noch nicht gekommen ist. gekommen ist. Naja, stell dir vor, der wäre schon da gewesen, der ist schon längst tot. Der Bogenschütze hat richtig viel Angriff. Dieser Maradino ist auch ein echt hartnäckiger Gegner und dann auch noch Level 16. Macht die Sache nicht einfach. So, jetzt ein Splitterfall. Achso. Alter, der hat kaum Schaden bei Maradino gemacht. Die Bogenschütze ist halb tot, aber Maradino hat einen Kratzer bekommen. Seid so blöd. Oh Gott, hier ist schon wieder Nebel. Diesmal weiß ich nicht. Ich krieg den Rappel. Das ist so witzig. Das ist so witzig. Ich meine, es ist ja auch sehr realistisch, ja? Also, muss man ja zugeben, aber trotzdem. Es ist nervig. So, ich mache jetzt einen Tornado. Ist ja furchtbar. Ich setze den mal hier oben, wo der Nebel ist. Dann kannst du wenigstens angreifen. Kommt er bis dahin? Ja, ja. Sollte funktionieren. Nee, die Mauer bleibt.
Ja, die Mauer ist standhaft. Die Mauer ist standhaft. Gute deutsche Ostarbeit, ey. Oh, das soll ich nicht machen. Dann beschwöre ich da mal die Ziel ist blockiert. Wie kann das blockiert sein? Will dieses Spiel mich verarschen? Alter, das ist ein Zauber. Das ist ein verfickter Zauber, ja? Wie kann es sein, dass ich den nicht irgendwo hinklatschen kann? Ja, so ist das. Ah, dieses Spiel. Ja, jetzt kann ich ihn nirgendwo hinklatschen. Weißt du? Ich liebe dieses Spiel. Ja, ja. Waren die beiden jetzt tot eigentlich, die hier noch drin? Nein, die sind doch in der Mauer. Leben die noch, ja? Ja, die leben noch. Ich sehe die nicht. Ja, die sind gut in der Mauer versteckt. Hey, die sind tot. Oh. Okay. Wenn ich oben gucke, lebt noch Meredith, Melodia. Ah ja, stimmt. Ja, nee, und Maradino. Ja, umso besser. Deine Eismauer müsste ja auch bald weg sein, oder? Die müsste auch gleich weg sein. Sehr schön. Wir haben eigentlich nur zwei Runden. Ah ja, sehr schön. Kannst jetzt sogar noch bewegt werden, sie versteinert ist. Und der heilt sich, warum auch immer? Der war ja auch zur Hälfte verletzt. Oh. Ah, jetzt kommt die runter. Ist nicht mit Öl beschmiert, oder durchgelaufen ist. Interessant. Die ist gesegnet und verstärkt. Ja. Na, ja, was macht sie jetzt so? Nichts. Brain AFK? Ja, Brain AFK. Oh Mann, ey. So. Oh, dein Feuerelementar. Kommt der da durch? Mal gucken. Also durchlaufen kannst du nicht. Yeah. Du hast mich nicht getroffen. Alter. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Dabei hast du auf mich gezielt bestimmt. Okay, das war gerade sinnlos. Sei denn, du sorgst dafür, dass niemand mehr wegrennen kann. Hey, die Eismauer kriegt das Brandschaden. Ich weiß nicht, was da sinnlos ist. Gut, mache ich meinen Angriff auf Meredith am besten. Ja, einfach machen. Nice. Endlich. Oh, jetzt kommt's. Autsch. Bum, bum, bum. Oh, jetzt kommt runter. Kommt da rein. Was macht ihr denn? Was für ein Witz. Das war eher ein Witz. Okay, ungewöhnlich, dass er runterrennt. Ja, hast du es regnen lassen oder ist es noch der Regen von Maradino? Das ist noch seiner. Krass. Ja, ich finde das auch krass. Oh, warum zeigt mir es manchmal an, dass es trifft und tut es das nicht? Das ist einfach nur dumm. Ja, bei Vinity. Hm. Hat so seine Macken. Ja. Leider. Was machst du da? Kommt wieder die super Rauchwolke? Die wäre cool, ja. Oh. Schön ist, dass du dein Feuerelement da heilst. Ja. Hat das Eis alles wieder weggebrochen. Jetzt kann er aber vielleicht nicht mehr laufen. Komischer Geist. Oh, hat nichts bewirkt. Du hast noch den Typ neben dir, ne? Na so, der lebt noch. Der ist versteinert. Ja, aber. Hä, hab ich die nicht umgebracht? Bei mir wird noch mit Leben angezeigt. Ja, bei mir auch. Und die soll als nächstes dran, quasi. Die ist versteinert zwei Runden. Ja. So. Nice. Oh, jetzt kommt beide aus großer Auftritt. Hä? Hab ich ihn getroffen? An der Mauer gescheitert. Welche Mauer? Ja, hier die Treppe, das Treppengeländer. Kann geil sein. Tja. Hab die Gegner verpackt. Bewegen kann ich mich auch nicht. Ist nicht ausgerutscht. Jetzt kann ich aus Eis gelaufen. Oh, ich bin eingefroren. Oh scheiße, ich bin tot.
Was war das für ein Eisdrache, der da rauskam? Krass. Das sah irgendwie, da war es ein Eisdrache, sah aus wie so ein Dämon. Für mich sah das aus wie ein Eisdrache oder so. Na toll. Ich traue mich und gehe einen Schritt. Ich bin nicht ausgerutscht. Ein Wunder. Kannst du ihn vergiften? Ich wollte ihn eigentlich einfrieren. Kannst du dein Supergift auf ihn ballern? Dafür reichen die AP nicht. Da hätte ich es jetzt nicht gemacht. Ein glücklicher Zufall. Immer nur beide betäubt. Ja, ich bin dafür nicht, ich bin nächste Runde betäubt dafür. Das war, ja. Ich kenne das. Nein, ich. Wir, Jetzt kannst du ein Gift schießen. Ja, jetzt kann ich mal Gift schießen. Oh, das trifft, glaube ich, so timisch. Immun gegen Gift. Ja, oder Sackgeist. Okay, aber ich hoffe, dass es brennt. Und das mit dem Brennen kann ich gleich erledigen. Soll ich ein Stück weglaufen? Ja, er ist hier wieder so ein Typ, der angreifen darf. Natürlich. Aber es läuft nicht. Aber ich darf nicht weiterlaufen, sehr schön. Was war denn das für ein Move? Ja, keine Ahnung. Ich wäre echt dran gewesen. Cool. Ja, das Spiel hat seine eigenen Regeln. Ach, ich wurde einfach übersprungen. Okay. Alter, das kann doch nicht sein. Er hatte wie gegen alles Resistenzen. Ich wollte echt vergessen. Ja, kann man vergessen. Autsch. Natürlich noch ein Gelegenheitsangriff. Alter, diese scheiß Opportunisten-Scheiße, das kotzt mich so an. So, jetzt kann ich das natürlich vergessen. Mit, was hat denn überhaupt Resistenzen? Oder suchen. Die gleichen wie die anderen auch. Feuer minus 15. Blöd ist nur, dass er nicht mehr im Feuer ist. Ja, ich bin eh gleich tot, also. Na gut, dann kann ich auch schießen, ne? Na gut, Heidi lebt noch. Aber die ist, glaube ich, auch nicht in Gefahr. Na, mach einfach. Hau einfach rein, die Scheiße. Ich versuche mal, ob ich ihn so treffen kann. Ha! Nett. Und er ist nicht mal an der Wand hängen geblieben. Ja. Ja, beim letzten Mal weiß ich nicht, dass er wie in der Luft hängen geblieben ist. Total merkwürdig. So. Oh, Skelett. Gut gemacht, Skelett. Was? Warum? Sehr schön. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Wie viel der einschlägt, der Typ? Aber hey, Kritschertreffer. Und, ist Heidi? Darf Heidi noch... Was hat der gemacht? Hey, warum Heidi... Oh, dieses Spiel. Jetzt der Heidi wurde jetzt in den Zug ganz übersprungen. Dieses Spiel... Danke. So, was mache ich jetzt? Ah ja, stimmt. Das kann ich euch machen. Alter, die Folge geht 23 Minuten schon wieder, wegen diesem scheiß Maradino. Kann der Wichser nicht einmal sterben? Das wäre echt mal. Und im Hintergrund habe ich hat mich, glaube ich, immer eine Facebook-Nachricht gegeben. Das ist eine Kackgegend hier. Nice. Haha, du bist entkommen. Oh ja. Ich will ein bisschen Freiheit hier schaffen, ey. Auf dieser scheiß Treppe zu kämpfen und zu kotzen. Kann Skelett-Tricks mal ordentlich zuschlagen, aber. Oh, jetzt Heidi. Auch so wenig Schaden. Naja, das hat er schon ordentlich abgezogen. Ah, jetzt kommt er ein bisschen in die Freiheit raus. Ich bin tot. Weg, verbrannt. Ich hab's erwartet, ja. Ich hab vergessen, dass ich auch Feuer habe. Zack. Mach doch mal deinen Blitzangriff.
215, aber er hat ja viel mehr, viel, viel schlechtere Resistenzen dagegen. Ja, das stimmt. Oh, im Moment klappt das ja nicht. Ich verfolge ihn. Über Atlas. Aber wir haben ihn bei down. Ja, zum Glück. Er belebt sich wieder, hoffnungslos. Um dann gleich wieder zu sterben. Immerhin, ein Angriff hält sie vielleicht aus. Der war gut. Könnte es hier so Stand-Up-Comedian werden? Na, friert er mich ein? Ja. Das ist fähig. Hä? Ist wirklich so ein Eisdrache, ist voll cool. Ja, sieht echt gut aus. Den Zauber will ich auch haben, den Eisdrachen. Das glaube ich. Nice. 1-10 fehlgeschlagen, ey. Steht die Rappel. Ja, das kannst du vergessen bei dem. Der ist, glaube ich, gegen alles. Der hat dann schwächen doch mal hier. Irgendwie seinen Willen oder was auch immer. Ja, das kannst du vergessen. Der hat Körperstärkung plus 5. Dann nützt mir die Willenskraft nichts. Ist egal, mach. Do it. Nothing is impossible. Treffen wir ihn jetzt überhaupt noch? Und wo ist eigentlich mein Skelett hin? Hast du mein Skelett getötet? Nee, es ist gerade zerfallen. Oh, aber das klappt. Infektiös erkrankt ist es. Sehr gut. Ja, ist wirklich gut. Ich habe einen Geist krank gemacht. Jemand kann uns nicht mehr angreifen jetzt. Also jetzt wieder. Was? Die infektiöse Krankheit kann auf dich überspringen? Unglaublich. Wie geil ist das denn? Ich bin immer noch eine Runde eingefroren. Und du bist gleich wieder tot wahrscheinlich. Ich glaube, du sollst dich heilen jetzt so, ne? Ich bin betäubt. Oh. Ja, dann bist du nicht so tot. Yep. Du bist ja eh eingefroren. Jups. Ist sowieso fehlgeschlagen. Und er ist, ist eingefroren. Au, nice, ja. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, dass irgendwas mal mit ihm passiert. Ja. Das ist ja so, das ist der Brainfuck. Und jetzt kommt auch mal die Spinne. Ich habe immer noch 1400 von 1800 Leben. Wir sind bei einer halben Stunde die Folge. Das sind jetzt die Rache vorhin, die dürfen ein bisschen länger dauern. Ja, stimmt auch wieder. Das ist jetzt, glaube ich, die Folge Nummer 99 sogar. Ah ja. Will ich mich jetzt nicht irre. Viel Leben hat er wohl noch. Dann machen wir mal das jetzt. Meisterfähigkeit. Yeah. Da sind wir aufgetaut übrigens. Ich bin so ein Vollpfosten, ey. Egal. Ja. So. Oh, er ist verstummt. So. Jetzt kann er nicht mehr angreifen. Kann nicht mehr zaubern auf jeden Fall. Oh, jetzt ist er sogar geschwächt. Jetzt klappt plötzlich alles. Und plötzlich war er sinnlos. Oh, die Spinne. Und durch. 10.000. 10.000. Gute Beute. Alter, die sind göttliche Sachen. Krasser Scheiß. Gut, dann können wir auch endlich die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio. Ciao, ciao.